People don't judge me and haters don't hate in my safe space. Your safe space. Jo, hallo und herzlich willkommen zu Safe Space 31 am 30. Mai 2017. Die wohl aufsehenerregendste Story der letzten Zeit war ja das um die Gruppe namens Skeptic Feminist. Eine russische Feministengruppe, bestehend aus drei Personen, eben zwei Frauen, ein Typ. Und der Typ, ja, hat wohl aus dem Krieg so ein posttraumatisches Stresssyndrom mitgebracht, heißt es, dann sich auf Pilze irgendwie abgeschossen und ist dann mit einer der beiden Frauen in Streit geraten und hat sie erschossen. So ist jedenfalls die Geschichte. Bisher kam auch noch kein Widerruf dieser Nachricht, also ich gehe momentan davon aus, dass das stimmt, wenngleich ich immer noch für möglich halte, dass die sich nur sozusagen aus dem Geschäft verabschieden wollten. Wie auch immer, startete daraufhin eine Diskussion darüber, ob man das jetzt sozusagen in der Diskussion um Feministen, Maskulisten ausschlachten soll. So wie die Feministen zum Beispiel versuchen, den Vorfall mit dem Anders Breivik auszuschlachten, indem sie behaupten, das wäre Männerrechtler gewesen. Oder auch mit diesem Elliot Rodger, der einige Leute in einer Schule erledigt hat. Dem wird auch eine Nähe zur Männerrechtsszene nachgesagt, was aber auch nicht stimmt. Wenngleich es bei diesem immerhin so war, dass er tatsächlich verstärkt auf Frauen gegangen ist, wie auch immer. War man sich eigentlich relativ einig, dass man das nicht versuchen wollte auszuschlachten. Aber das Thema war natürlich schon interessant und einige haben dann Livestreams oder Mehrpersonen-Videos gemacht dazu, wo sich einige YouTuber getroffen haben. Unter anderem eben hier der Sarkon auf Akkad und der V und da waren noch ein paar andere bei, der Crowd and T. Und das hat wiederum einem anderen großen YouTuber, dem Thunderfoot, nicht geschmeckt. Und er hat sich erinnert, gefühlt offenbar an die Zeit, als sein Vater im Sterben lag, wo es tatsächlich einige Leute gegeben hat, die ihm wiederum so fiese Sachen geschickt haben. Aber das ist eben schon irgendwie was anderes. Und die Art und Weise eigentlich, die da gelaufen ist im Stream, die war nicht so kritikwürdig, wie Thunderfoot da eben getan hat. Dabei ist auch ein bisschen Drama Queen, habe ich mir so gedacht. Das legt sich vielleicht einfach wieder. Er hätte ja sich zum Beispiel auch mit der mit dieser Blondine aus Kanada angelegt, habe ich jetzt vergessen, wie die heißt, und dann das Ganze irgendwie sozusagen ad acta gelegt, damit so eine Bemerkung, dass es vielleicht nicht so schlau gewesen ist oder so. Ich denke mal, dass er das in diesem Fall hier vielleicht auch so machen könnte, aber nicht tun wird. Wie auch immer kam dann so ein, natürlich entsprechendes Ich-wehr-mich-dagegen-Video und dann kam nochmal, nee, stimmt aber doch, Video von Thunderfoot und dann wurde es irgendwann albern, so dass ich dann auch irgendwann reingeschrieben habe, irgendwie, ich finde es kindisch und man möge doch bitte mal aufhören damit. Ja, wer mehr zu diesem Fall wissen möchte, den ich jetzt hier eigentlich schon zu lange behandle, dann sollte sich vielleicht das Video von Zerze hier reinziehen, denn der gibt auch einen ganz guten Abriss darüber, was so in den letzten Jahren gelaufen ist, beziehungsweise lässt nochmal Revue passieren, welche YouTuber Thunderfoot sich so schon vorgenommen hat. Ja, und ich denke mal, dass auch er es nicht schaffen wird, eben Thunderfoot, der Skeptic-Community wirklich lange fern zu bleiben. Ich habe jetzt schon zwei oder drei erlebt, die meinten, sie würden sich lieber verabschieden wollen oder so und sind dann aber trotzdem mit entsprechendem Content wieder aufgetaucht. Ja, und auch Thunderfoot wird nicht bei wissenschaftlichen Videos alleine bleiben, sondern weiter irgendwelche übertrieben agierenden Social Justice Warrior anmahnen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Er war ja auch treibende Kraft bei der Kritik an Anita Sarkeesian. Da kann er heute nicht so tun, als wenn das irgendwie voll gemein wäre, wenn man einer was sagt oder so. Ja, außerdem war das einiges an Witzen und Witze sind ja sowieso. Zumindest hoffe ich, dass dieser Streit sich da widerlegt und Thunderfoot wieder normale Videos macht oder vernünftige. Auch zu dieser Thematik. Denn es wäre ein Verlust für die Community und irgendwie auch doof und aus Nichtgründen. Ja. Und Skeptic, Feminist, die drei Russen, die werde ich nicht vermissen. Mir war das eh zu aggressiv, weil das, was die gemacht haben. Baring hat sich einmal darüber lustig gemacht, dass der Typ irgendwie ihm eine Wäsche wollte oder so. Und das ist natürlich auch über das Internet eine komische Drohung. Ja, genau. Nun ist das Ganze eben einen anderen Weg gegangen, als irgendwie man vielleicht vermutet hätte oder so. Aber nun ist das eben so und ich hoffe, dass es die Community nicht kaputt macht, ne? Ja, wo wir schon beim Thema sind, Vorfälle für seine Zwecke ausnutzen. Die Feministen machen das und zwar wird der Anschlag in Manchester, der ja wohl von einem Moslem verübt wurde, mit entsprechendem Hintergrund hier auf die Männer ganz allgemein geschoben, ne, wie das eben seit Köln gemacht wird. Und da gehe ich gar nicht tiefer drauf ein, weil das eben eine oberflächliche Arschnummer ist. Toxic Masculinity, ne? Das ist dann eben die Erklärung dafür, die allgemeine. Genau wie man eben auch sagen könnte, der Feminismus in der Beziehung der anderen hat da das Zusammenleben vergiftet. Er wird hier behauptet, eben die Männer hätten das vergiftet. Und das Problem wäre eben Männlichkeit als Gift der Gesellschaft. Aber wie gesagt, darauf will ich mich gar nicht darauf einlassen. Es gibt ganz interessante Meldungen aus Deutschland, das ist mir wichtiger. Und so heißt es hier von Frank Tietz Kanzlei zum Thema Duldung eines Vaterschaftstests, den ja Mütter im Prinzip immer ablehnen konnten. Verheiratete Mutter muss grundsätzlich Untersuchung der biologischen Vaterschaft des ehemaligen Liebhabers dulden, heißt es hier.
Eine verheiratete Mutter muss die von dem möglichen biologischen Vater gewünschte Abstammungsuntersuchung grundsätzlich dulden. Es wurde ein aktuelles Urteil ergangen. Sie kann das Vaterschaftsfeststellungsverfahren nicht einfach mit dem Argument verweigern, dass dadurch die bestehende Familie und deshalb auch das Wohl des Kindes gefährdet seien. Ja, muss schon, wenn dann nachweisen, auf welche Art es denn gefährdet ist, ne? Dies entschied das Oberlandesgericht Oldenburg in seinem Beschluss vom 14. Februar 17, also vor einigen Monaten erst. Wenn eine verheiratete Frau ein Kind gebärt, ist ihr Ehemann nach den gesetzlichen Vorschriften rechtlicher Vater, auch wenn er nicht biologischer Vater ist. In dem von dem OLG zu entscheidenden Fall verlangte der mögliche biologische Vater ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren. Er wolle auch Umgang mit seinem Kind haben, wenn seine Vaterschaft erwiesen sei. Dies ist bei einem ernsthaften Interesse an dem Kind möglich, wenn der Umgang auch dem Kindeswohl dient. Ja, die Mutter argumentierte, der mögliche biologische Vater sei als ehemaliger Liebhaber ein Eindringling in eine intakte Familie. Dies diene nicht dem Kindeswohl. Ja, okay, zumindest begründet sie das eben mal in diesem Fall. Nach Auffassung des OLG muss die Mutter die Vaterschaftsfeststellung dulden. Hierdurch würden keine zusätzlichen Belastungen für das Familienleben entstehen. Insbesondere da der Ehemann schon Kenntnis von der Sache hatte. Sollte die biologische Vaterschaft bestätigt werden, muss geklärt werden, ob der Umgang des biologischen Vaters mit seinem Kind dem Kindeswohl dient. Also der Vaterschaftstest wird beeinträchtigt das Familienleben nicht, aber das Ergebnis vielleicht, ne? Es stellt sich in diesen Fällen also immer die Frage der Verhältnismäßigkeit und in einem möglichen zweiten Schritt dann auch die Frage, ob ein Umgang mit dem biologischen Vater dem Kindeswohl am besten dient. Dass ein solcher Umgang auch dann nicht automatisch das Kindeswohl beeinträchtige, wenn dies zu Beziehungsproblemen der Mutter und dem rechtlichen Vater führt, hat der Bundesgerichtshof in seinem von mir schon besprochenen Urteil vom 5. Oktober 16 entschieden. Bei Fragen zu der Problematik der Vaterschaftsfeststellung, dem Umgang und hiermit im Zusammenhang stehenden Folgefragen wie Sorgerecht, Kindesunterhalt, steht er uns gerne in einem kurzfristigen Gespräch zur Verfügung. Ja, da habe ich nochmal was anderes Rechtliches, das zeige ich vielleicht nächstes Mal. Jetzt mal zum Thema, nochmal was Neues Gesetz erlassen wurde, zum Thema Mutterschutz. Und zwar wird das angeblich erstmals reformiert nach 65 Jahren und flexibler gestaltet. Flexibler, aber nicht insofern, als dass zu den Müttern auch die Väter hinzukommen. Es wäre vielleicht ein leichtes gewesen, da auch 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Geburt irgendwie ein Arbeitsverbot zu verhängen oder so, damit den Arbeitgebern auch klar würde, dass es irgendwie egal ist, ob man Frauen oder Männer hat. Aber es ist dann nicht egal, ne? Und so bleibt es dann eben auch dabei, dass nur Mütter geschützt sind und Studentinnen auch davon profitieren, Praktikantinnen vor allen Dingen auch ganz wichtig. Der Bundesrat hat eine Reform des alten Mutterschutzgesetzes verabschiedet, das noch aus dem Jahr 52 stammte. Bislang galt, dass werdende Mütter in den letzten 6 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin eigentlich nicht mehr beschäftigt werden dürfen und nach der Entbindung bis zum Ablauf von 8 Wochen gar nicht. Bei frühen Mehrlingsgeburten galt eine Frist von 12 Wochen. Die Arbeitszeitbeschränkungen werden nun gelockert. Auf eigenen Wunsch können Schwangere künftig auch länger bis zur Geburt arbeiten und unabhängig von der Branche mitentscheiden, ob sie an den Sonnenfeiertagen arbeiten wollen. Ja, das kenne ich zwar ein bisschen anders. Also klar, können jetzt auf eigenen Wunsch, können jetzt bis zur Geburt länger arbeiten, aber das ist ja auch nur so eine bedingte Errungenschaft. Also, was ich so gehört habe, lassen die sich gerne irgendwie im 4., 5., 6. Monat arbeitsunfähig schreiben, beziehungsweise lassen sich ein Arbeitsverbot vom Arzt geben. Ja, Schwangere könnten künftig auch länger bis zur Geburt arbeiten, unabhängig von der Branche mitentscheiden, ob sie an so einen Feiertagen arbeiten wollen. Yay! Mitentscheiden, ja, da werden sie sich bestimmt dafür entscheiden, ne? Dass sie an so einen Feiertagen arbeiten wollen. Also, Gleiches gilt für die Beschäftigung in den Abendstunden. Grundsätzlich darf ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 20 und 6 Uhr beschäftigen. Künftig ist das bis 22 Uhr möglich, sofern die Frau einwilligt, die zuständige Behörde zustimmt und aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht. Ja, das dürfte ja ein ziemlicher Antragsmarathon werden. Naja. Der Mutterschutz wird so zeitgemäßer und passt sich den modernen Anforderungen an, sagt die Manu Schwesig. Das gilt auch für den Kreis, die Anspruch auf Mutterschutz haben. Künftig werden Schülerinnen, Studentinnen, Praktikantinnen, ja, Kinder werden mit einbezogen. Also ich weiß von einer Bekannten, die war Studentin, als ihr erstes Kind bekommen hat und da hat sie ein Urlaubssemester machen können. Ist doch in Ordnung, oder nicht? Hat er, glaube ich, Semester mehr BAföG auch bekommen und sowas. Naja. Künftig werden Schülerinnen, Studentinnen, Praktikantinnen, die ein Kind erwarten, mit einbezogen. Sie können während des Mutterschutzes für verpflichtende Veranstaltungen, Prüfungen oder Praktika Ausnahmen beantragen, ohne deswegen Nachteile zu erleiden. Ja, so ähnliches geht ja auch jetzt schon. Mütter von Kindern mit Behinderung erhalten künftig 4 Wochen länger und damit insgesamt 12 Wochen Mutterschutz. Nach der Geburt erweitert wird der Kündigungsschutz auf Frauen, die nach der 12. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden. Die Neuregelung soll im Wesentlichen ab 1. Januar 18 gelten. Dann mit der neuer Regierung hoffentlich. Ja, Mutterschutz für alle, Vaterschutz für niemanden, ne? Genau, meine kurze Empfehlung soll die Mantau-Wochenschau sein. Eine neu eingerichtete Rubrik bei Mantau, eben der wirklich vorzeigbaren Männerrechtswebseite sozusagen, die sich aber eben thematisch auch ein bisschen breiter aufstellen. Also da wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass es hier so einen Nachrichtenüberblick gibt. Noch eine andere Sache von Mantau, beziehungsweise das ist nicht, natürlich nicht direkt von denen, sondern ein Thema, mit dem die sich beschäftigt haben, eines der vielen Themen, mit denen die sich beschäftigt haben.
Und zwar war das der konzeptionelle Penis Männerfantasien in den Gender Studies. Und zwar hat da jemand, da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, das ist, glaube ich, sehr bekannt geworden, haben alle mitgekriegt, da hat jemand irgendwie einen, so einen bescheuerten Fake-Artikel geschrieben, dass eben der Penis auch nur konstruiert wäre oder so. Und den dann eingereicht und natürlich ist er auch irgendwie abgedruckt worden. Ja, ist aber weit nicht drüber geredet worden und das ist, ich auch nur so eine bedingt aufregende Geschichte. Ich fand auch das, was da geschrieben wurde, so Banane, dass ich es jetzt nicht nochmal wiederholen möchte. Gucken wir mal kurz nach Schweden. Dort gibt es nämlich eine Blocklist von Feministinnen und zwar haben die eine ganze Menge Leute geblockt aufgrund einer einzelnen feministischen Heulerei offensichtlich. Earlier this month, Sweden's official Twitter-Account earned headlines when it blocked over 14.000, ja 15.000, 14.000 Leute haben sie blockiert auf Twitter und darunter eben auch populäre YouTuber, Journalisten und was weiß ich noch für Politiker etc. Auch der Schreiber hier war auf der Liste, die unter dem Namen eben Wrongthink-Liste raus bekannt geworden ist, eben die Liste der Falschdenker. Und so ähnlich ist es ja bei uns auch. Da habe ich noch ein schönes Beispiel, da mache ich aber ein extra Video zu. Genau, Lawrence Tassan hieß die Blondine, die der Thunderfoot angemacht hat. Das nochmal kurz angemerkt. Ja, auch hier nur kurz. Also die Schweden drehen total ab, ne? Abgesehen davon, dass sie eben noch härtere Vergewaltigungsgesetze haben als sonst wo, dreht da auch die Regierung total ab. Und ja, meint eben, sie könnte 15.000 Leute bei Twitter blocken und dann wäre irgendwie die Welt wieder grün oder so. Das ist aber ein bisschen zu einfach, zu kurz und dann wollen wir mal sehen, was da noch raus wird, beziehungsweise, soweit ich das verstanden habe hier, haben die das zurückgenommen und sich entschuldigt. Diesen ironischen Versuch, einen Safe Space zu bauen, ganz genau. Ja, und da können sich unsere dritte Welle Feministin natürlich eine Scheibe von abschneiden, von so einer perfektionierten Blockliste. Wo man dann irgendwie drauf landet, wo nichts gar nicht weiß, was man gemacht hat. Ne? Das hatte der Palmberg damals berichtet, zu dem Fappygate-Fall. Okay. Sehr lustig war der Artikel auf Spiegel Online zum Thema Germany's Next Topmodel. Und zwar muss das echt eine ganz schlimme Show gewesen sein. Ja, ein Gemälde von Hieronymus Busch, aber als Show. Heidi Klum kürt eine gewisse Celine Bethmann zum neuen Topmodel und drumherum passieren schreckliche Dinge. Es war noch nie so schlimm gewesen, um das gleich mal in Korrektion Klumquamperfekt ganz sachlich festzustellen. Wer gestern mit der Arroganz von 11 überstandenen Germany's Next Topmodel-Finalen, die man wie ein geschlagener, aber stolzer Trashkrieger für immer als Narben auf seiner Hirnrinde trägt, die 12. Version einschaltete, das ist eine Frau hier, die es geschrieben hat, musste schon nach 5 Minuten die Kapitulationsfahne hissen, welchen Haare war man zu denken. In diese Veranstaltung könnte nicht mehr aufgesetzter, künstlicher und krummwürdiger, cringeworthy, ne, werden. Welch Tölpel, dass man diese hammerharte gerade volle 12 aufs Schmerzzentrum nicht kommen sah. Heidi Klum singt, oh Backe. Ja, und zwar Playback und obendrein noch zusammen mit ihrem Jurykollegen Thomas Hayo und Michael Michalski, mit denen sie Harald Junkerhaft zu There's No Business Like Show Business die Treppe herunterschawenzelt. Ja, ja. Um unten angekommen, ist es wirklich wahr, in einem silbernen Badeanzug ein kurzes Madonna-Cover abzuliefern. Heidi Klum singt und tanzt Vogue. Und man fühlt sich wie bei einer leicht provinziellen Abi-Feier, bei der sich die knochenharte Turnlehrerin, die heimlich nie ihre kleinen Mädchenträume von einem Leben in der Glitzerwelt verlor, unerbittlich ins Programm gedrängt hat. Im Zuschauerhirn läuft ratternd noch ein Leuchtschriftband, auf dem abwechselnd in Großbuchstaben Wirst und Warum stehen. Da wird direkt ein fieses Klischee bestätigt. Models sollten eventuell lieber schön umhergehen und nicht reden. Die vier Finalistinnen begrüßen nun nämlich die Zuschauer und Celine schrillt: Hallo Oberhausen, dass einem zu Hause schier das Likörchenglas zu zerspringen droht. Kollegin Letizia wünscht anschließend einen wunderschönen Leute an die Abend. Später wird Vorjahressiegerin Kim noch eine Laudatio halten, mit ihrer Übung macht den Meister Bräsigkeit schon wieder schwer an eine Schulfeier erinnert, nämlich an die Abi-Rede der Stufenstreberin, bei der sogar der gutmütige Erdkäslehrer weggeschnarcht wäre. Ja, auch hier nur bis hierhin, aber mein Lesetipp auf jeden Fall geht auch noch ganz witzig weiter und ist definitiv eine Narbe auf der Hirnrinde. Jo. Das fetteste Ding diese Woche war aber das Urteil des Landgerichts Leipzig. Und zwar haben die Frauenförderung an der Uni beendet, beziehungsweise stellen die Rektorin der Universität Leipzig einfach nicht in das Charakterzeugnis aus. Das Kreuz mit der deutschen Gerichtsbarkeit besteht darin, dass selbst verurteilte Täter oder verurteilte Angestellte des Staates nicht namentlich benannt werden. Die entsprechenden Namen sind in den Urteilen geschwärzt. Indes, manche Urteile sind voller Hinweise darauf, wer sich hinter dem schwarzen Strich verbirgt. Und in einem Fall wie dem des Urteils 7 Bla Oklebe des Landgerichts Leipzig ist es von öffentlichem Interesse, den Balken zu lüften und den Leser mitzuteilen, wer hier sein Amt missbraucht hat, weil Omnius Versuche unternommen hat und letztlich die Verantwortung dafür trägt, dass der Freistaat Sachsen aus Steuermitteln Kosten in Höhe von 408.334,83 an einen Kläger bezahlen muss, der vor dem Landgericht Leipzig Recht bekommen hat. Es wurde als Recht erkannt, dass dem Kläger mutwillig eine Berufung auf
eine W3-Professur an der Uni Leipzig vorenthalten wurde, und zwar durch die Beklagte zu 1, wie es im Urteil heißt. Und die Beklagte zu 1, die durch einen schwarzen Balken vor öffentlicher Verantwortung geschützt werden soll, ist Beate Schücking, die amtierende Rektorin der Universität Leipzig. Und nun lehnen sie sich zurück. Wir erzählen nunmehr ein Gender-Krimi. Eine Geschichte aus dem Bereich der organisierten Kriminalität und eine Geschichte, die wohl exemplarisch für das angesehen werden kann, was unter dem Stichwort Frauenförderung in Deutschland täglich an Rechtsbrüchen erfolgt. Ich hatte ja auch schon diesen Dreiteiler gemacht. Deutschlands illegaler Gendersumpf. War interessant, auch mal reingucken vielleicht. Wer schriftliche Gerichtsurteile kennt, weiß, dass sie immer demselben Streckmuster folgen. Der Urteilstenor steht voran, dann folgt die Schilderung des Sachverhalts, die Einlassung von Kläger und Beklagten, die Entscheidungsgründe und die Entscheidungsfolgen. Wir folgen dieser Einteilung weitgehend, der Sachverhalt ist schnell erzählt. An der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Uni Leipzig soll eine W3-Professur besetzt werden. Die Ausschreibung stammt aus dem Jahr 2009, das Verfahren zieht sich hin. Schließlich einigt sich die Berufungskommission auf eine Liste, die Dr. G. anführt. Wir nehmen es mit der Anonymität sehr ernst. Dr. G., ein männlicher Bewerber, wir leben in einer Zeit, in der das Geschlecht selbst an Hochschulen relevant ist, ist nach Ansicht der Berufungskommission der Bewerber, der am besten geeignet ist, die ausgeschriebene Stelle zu besetzen. Er bringt die besten Qualifikationen, Kompetenzen und Erfahrungen mit, heißt es. Diese Einschätzung der Berufungskommission wird von 3 Gutachtern, die im Berufungsverfahren regelmäßig bestellt werden, um die Eignung von Bewerbern zu begutachten, geteilt. Dr. G. ist der beste Bewerber. Okay, soweit so gut. Doch dann kommt Beate Schücking ins Spiel. Sie ist Rektorin der Universität Leipzig und hat eigentlich nichts anderes zu tun, als die Berufung von Dr. G., auf den sich die Berufungskommission geeinigt hat, umzusetzen. Doch Schücking hat offensichtlich andere Pläne, weshalb sie die Berufung nach den Feststellungen im Urteil des Landgerichts Leipzigs hintertreibt. Was die 3 Richter Eckhard, Träger und Vollner dazu genau geschrieben haben, dazu kommen wir noch. Mit dem Entschluss, wie es im Vortrag des Anwalts von Schücking heißt, die zweitplatzierte Bewerberin dem erstplatzierten und qualifizierteren und fachlich besser geeigneten Dr. G. vorzuziehen, beginnt ein Stück Schmierentheater, mit dem sich eigentlich ein Staatsanwalt beschäftigen sollte. Falls Andreas Sahlmann hier mitliest, das ist ein Fall für dich. Was nun kommt, liest sich im Vortrag des Klägers Dr. G. wie folgt. Er sei vom Dekan der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät angerufen und gebeten worden, seine Stelle an der Uni Leipzig so schnell wie möglich anzutreten. Er habe daraufhin eine A15-Stelle, die für ihn geschaffen worden sei, ausgeschlagen und sich in Leipzig an seinem zukünftigen Arbeitsort vorgestellt. Dort ist ihm dann wohl zu Ohren gekommen, dass Rektor Beate Schücking nicht gedenkt, ihn zu berufen, sondern ihre Position zu missbrauchen und die Zweitplatzierte zu berufen. Dies, so schreibt der Anwalt von Schücking, habe den Grund gehabt, dass man das Anforderungsprofil um Genderforschung habe erweitern wollen und den Aspekt der Frauenförderung als gesamtuniversitäres Interesse, so, habe würdigen wollen. Die Zweitplatzierte, wie es der Zufall so will, hat, wie soll man es nennen, sich mit Genderforschung beschäftigt und deshalb sollte sie dem geeigneteren Kandidaten Dr. G. vorgezogen werden. Dummerweise gibt es in Deutschland den Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz, in dem das Leistungsprinzip vorbehaltlos als Kriterium für die Berufung öffentlicher Angestellter genannt wird. Kurz, es muss der beste Bewerber berufen werden, der beste Bewerber war Dr. G. Um Dr. G. nicht berufen zu müssen, sei, so trägt dessen Anwalt vor, ein Gerücht über angebliche sexuelle Verfehlungen in die Welt gesetzt worden. Die Beklagte zu 1 sei Ausgangspunkt dieses Gerüchts, so trägt der Kläger vor. Die Beklagte zu 1 ist der Rektor der Universität Leipzig, Beate Schücking. Der Anwalt von Schücking weist diesen Vorwurf zurück und schreibt, die Beklagte zu 1 habe vom Gerücht der sexuellen Nötigung erst anlässlich der hierzu eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen erfahren. Es hat also ein Ermittlungsverfahren gegen Dr. G. gegeben, was eine entsprechende Anzeige voraussetzt, die wiederum von jemandem getätigt worden sein muss, der ein Interesse daran hatte, Dr. G. zu diskreditieren. Der Vorwurf hat sich natürlich als frei erfunden herausgestellt, aber von wem kommt das Gerücht? Wir zitieren aus dem Urteil. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme geht die Kammer davon aus, dass es die Beklagte zu 1 war, die das über den Kläger verbreitete Gerücht sexueller Belästigung initiiert und über den Dekan ... verbreitet hat. Die Beklagte zu 1 ist Beate Schücking, Rektor der Universität Leipzig. Ja. Und weiter, das unstreitig haltlose Gerücht diente ersichtlich dem Zweck, den Kläger gegenüber den an der Auswahlentscheidung beteiligten Gremien persönlich derart zu diskreditieren, dass dieser für eine Besetzung der Professur von vornherein nicht mehr in Frage kam und etwaiger fachlicher Kritik der Gremienmitglieder an der Richtigkeit der von der Beklagten zu 1 getroffenen Berufungsentscheidung der Boden entzogen war. Dass der thematisierte Vorwurf eine derartige Wirkung auf den Fakultätsrat bzw. die Berufungskommission haben könnte, hat der Zeuge Professor Dr. ... glaubhaft bestätigt. Und weil es noch nicht reicht, die Kammer ist ferner davon überzeugt, dass der Zeuge Professor Dr. ...
das Gerücht nicht aus eigenem Antrieb an den Zeugen Professor Dr. weitergegeben hat. Nach der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Interessenlage aller an dem Berufungsverfahren Beteiligten geht die Kammer vielmehr davon aus, dass der gegen den Kläger gerichtete Vorwurf der sexuellen Belästigung zielgerichtet zur Absicherung der von der Beklagten zu 1 zuvor rechtswidrig getroffenen Berufungsentscheidung lanciert wurde. Der Beklagte zu 1 hatte anders als der Zeuge Professor Dr. der, wie die weitere Beweisaufnahme gezeigt hat, vor dem Abstimmungsgespräch mit der Beklagten zu 1 selbst noch von einer sicher bevorstehenden Berufung des Klägers ausgegangen war, das maßgebliche Interesse daran, die ihr genehme Bewerberin durchzusetzen. Wie oben ausgeführt, konnte der von den beteiligten Gremien zu erwartende Widerstand an ihrer Entscheidung, eine fachlich minder geeignete Bewerberin vorzuziehen, von vornherein entkräftet werden, sofern der von diesen eindeutig favorisierte Bewerber aufgrund der seine Person betreffenden Vorwürfe nicht mehr ernsthaft in Erwägung zu ziehen war, ein vergleichbares Interesse, die Berufung der Zweitplatzierten durchzusetzen, könnte allenfalls die Bewerberin selbst gehabt haben. Diese scheidet nach Ansicht der Kammer als Urheberin des Gerüchts aber offensichtlich aus, nachdem ihr, wie nachstehend näher auszuführen sein wird, von der Beklagten zu 1 bereits vorab mitgeteilt worden war, dass der Ruf ihr und nicht dem Kläger erteilt würde. So geht Frauenförderung vermutlich nicht nur an der Universität Leipzig. Ja, ja, das denke ich auch. Die Rita Süßmuth hat ja damals Professorenstelle extra eingerichtet bekommen. Hat der Danisch geschrieben. Weil die Berufungskommission sich an fachliche Kriterien hält und den geeignetsten Bewerber auf Platz 1 der Berufungsliste setzt, verzögert Rektor Beate Stücking das Verfahren und versucht nach Überzeugung von 3 Leipziger Richtern, die über 8 Stunden Beweisaufnahme durchgeführt haben, den Bewerber auf Platz 1 durch das Gerücht, er habe sich der sexuellen Nötigung schuldig gemacht, aus dem Weg zu räumen. Dass dabei der Leumund und Ruf von Dr. G. zerstört werden könnte, ist Stücking offensichtlich egal. Sie hat ein wichtigeres Ziel, den Aspekt der Frauenförderung als gesamtuniversitäres Interesse durchzusetzen. Und wenn es um Frauenförderung geht, dann gelten Moral und Anstand offensichtlich nichts. Dann wird versucht, männliche Bewerber gezielt mit Gerüchten zu denunzieren und aus den Bewerberlisten zu entfernen. Dass eine Person wie Stücking, der nach Feststellung der Richter am Landgericht Leipzig die Behauptung unwahrer Tatsachen zur Durchsetzung ihrer Interessen nicht wesensfremd ist, Rektor einer deutschen Uni sein kann, ist bezeichnend für den moralischen und professionellen Zustand der, Universitätenrepublik. Das Urteil des Landgerichts Leipzig wirft ein bezeichnendes Licht auf die moralische Verkommenheit dessen, was unter dem Stichwort Frauenförderung in Deutschland betrieben wird. Ja, ja. Sonst liest man ja immer mal wieder, ne? Nur, dass das gerne keine Urteile sind, sondern nur Geschichten in der Regel. Wir weisen in unseren Beiträgen zum Professorinnenprogramm schon seit Jahren darauf hin, dass das Programm einzig dazu dient, männliche Bewerber zu diskriminieren und fachliche Eignung durch weibliches Geschlecht zu ersetzen. Dass dem so ist, kann auch einer Passage des Urteils des Landgerichts Leipzig entnommen werden. Darin heißt es, bei dem von den Beklagten zur Begründung der Auswahlentscheidung herangezogenen Aspekt der Frauenförderung handelt es sich zwar um eine im Rahmen des § 60 bla Sächsisches Hochschulförgesetz grundsätzlich zulässige personalpolitische Erwägung, eine personalpolitisch gewünschte Erhöhung der Frauenquote, rechtfertigt aber, wie § 2 Absatz 1 des Sächsischen bla Gesetzes Frauenförderungsgesetzes ausdrücklich klarstellt, keine Abweichung von dem in Artikel 33 verankerten vorwahllosen Leistungsprinzip. Ausschlaggebende Wirkung kann der Aspekt der Frauenförderung mithin nur in dem Fall haben, in dem mehrere nach den Kriterien des Artikel 33 gleich geeignete Bewerber zur Auswahl stehen. Eine solche Situation lag hier nicht vor. Unstreitig war der Kläger von allen beteiligten Gremien nach dem Maßstab der aus der Stellenausschreibung abzuleitenden Anforderungen als fachlich geeignetster Bewerber beurteilt worden. Wenn das Leistungsprinzip Kriterium für die Auswahl von Kandidaten ist, dann gibt es keinerlei Rechtsgrundlage für ein Professorinnenprogramm im Speziellen oder Frauenförderung im Allgemeinen, denn eine Förderung weiblicher Bewerber ist dann nicht notwendig, wenn sie die fachlich geeignetsten Bewerber sind. Werden sie aber gefördert, weil sie nicht die Bewerber sind, die für eine Position am besten geeignet sind, dann liegt ein Verstoß gegen Artikel 33 vor, und zwar unweigerlich, ja genau. Abermals ist es bezeichnet für den moralischen und professionellen Zustand Deutschlands, dass Ministerien von Bund und Ländern sich quasi bandenmäßig am Verfassungsbruch beteiligen. Ja, Wahnsinn. Ja, nochmal 2 Links zu Danisch und zum Urteil selbst und einige Kommentare auch sicher interessant. Hammerhartes Urteil auf jeden Fall, und sowas Ähnliches kriegt ja die SPD in Nordrhein-Westfalen auch immer um Ohren gehauen, wenn es darum geht, wer befördert wird und wer nicht, ne? Wenn sie immer Frauen befördern wollen, obwohl die eben fachlich nicht besser sind, dann gehen die Mitarbeiter eben vor das Gericht und haben sie auch schon vom Landesverfassungsgericht 2 oder 3 Mal vor den Latz gekriegt für. Ein klares Zeichen dafür, dass man da am Zenit angekommen ist, ne? Meiner Meinung nach. Zuletzt haben wir noch eine Geschichte von der Frankfurter Allgemeinen über einen TFLer, einen absolut Beginner sozusagen, eben einer, der noch nie so richtig was hatte mit Frauen. Alexander Teuber geht auf die 40 zu, hatte bisher aber weder eine längere Beziehung noch Sex. Hier erzählt er, warum sein Leben wohl so ist, wie es ist. Auf Facebook habe ich geschrieben, dass ich beim CSI Bad Dürkheim arbeite, aber das ist nur ein Witz. CSI steht für Crime Scene Investigation, das ist eine Serie, die ich gerne im Fernsehen schaue. In Wirklichkeit bin ich ein Druckereihelfer. Ich packe Beipackzettel in Kartons, eingeschweißt in Bündel zu 1000 Stück. Und dann
stelle ich die Kartons auf Paletten und übergebe sie an die LKWs. Ja, und das Profilbild, das ich auf Facebook habe, mit den hübschen Frauen um mich rum, das war auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt letztes Jahr. Wir standen da zufällig zusammen nach dem siebten Bier und ein Eventfotograf hat es gemacht. Ich habe es dann von seiner Seite runtergeladen. Ich kenne die Frauen nicht. Als ich 10 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Erst zog ich zur Mutter, aber die hatte einen eigenen Friseursalon und kam immer erst abends nach Hause. Als meine Schuhnoten im Keller waren, zog ich zu meinem Vater und zu dessen neuer Frau. Was aber keine gute Idee war, denn die Frau war eifersüchtig auf mich. Sie hat mich immer runtergemacht, wenn mein Vater nicht da war. Du bist Versager, du hast deine Lehre abgebrochen. Schau dir deinen Vater an, der ist bei der BASF und du rockst nur rum. Dabei stimmte das gar nicht, ich habe nie rumgesessen, sondern nach dem Abbruch meiner Lehre direkt Praktika gemacht. Ja, ist halt auch alles nicht mehr so einfach. Einmal, als mein Vater bei der Arbeit war, kam ich abends nicht ins Haus rein. Mein Schlüssel passte plötzlich nicht mehr. Ich klingelte und klingelte, weil ich Licht sah. Und nach einer halben Stunde öffnete sie schließlich. Sie hatte dabei meinen Hund auf dem Arm. Sie fragte, was ich hier suchen würde. Ich antwortete, ich wohne hier. Und da sagte sie aber nicht mehr lange. Dafür werde ich sorgen. Und geh künftig zu deiner Mutter, wenn dein Vater bei der Arbeit ist. Ich bin dann rauf in mein Zimmer und hab geheult. Mein Hund hat sie auf dem Arm behalten. Mit 19 fiel Täuber das erste Mal auf, dass er anders war. Ich habe oft geweint wegen ihr. Sie erlaubte auch nie, dass ich mich abends mit Freunden treffe. Mit 15 musste ich in eine Klinik, weil ich viel zu dünn und zu klein war. Die Ärzte haben damals vermutet, ich sei wegen der Scheidung meiner Eltern in meiner Entwicklung stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich bin kein Psychologe. Vielleicht war sie ja auch daran schuld. Sie hat mir mein Selbstbewusstsein genommen. Denn vor der Scheidung meiner Eltern war ich ganz anders. Mit 16 bin ich bei ihr und meinem Vater dann ausgezogen. Ich hatte bisher 3 Freundinnen. Die erste lernte ich in der Klinik kennen. Mit ihr lief aber nichts außer Küssen und Händchen halten. Die zweite lernte ich mit 17 kennen in einer Karaoke war, in der ich mit meinen Fußballkumpels war. Ich hatte getrunken, sie saß am Nebentisch. So kamen wir ins Gespräch. 3 Wochen waren wir zusammen, geknutscht, mehr war nicht drin, obwohl ich es probiert habe. Als meine Kumpels auf einmal richtige Freundinnen hatten, so mit 19, fiel mir das erste Mal auf, dass ich anders war als sie. Das war kein schönes Gefühl. Hinzu kam, dass sie plötzlich alle viel weniger Zeit hatten, mit mir rumzuhängen. Und wenn wir dann doch mal zusammen waren, redeten sie über Mädchen und ich hielt mich raus. Was nicht weiter auffiel, weil ich nie besonders gesprächig gewesen war. In der Hauptschule hatte ich immer hinten in der Ecke gesessen und nicht aufgezeigt. Über eine Partnervermittlungsagentur eine Frau kennenlernen. Wenn ich mit meinen Kumpels ausgegangen bin, habe ich mich nie getraut, Mädchen anzusprechen. Es gab zwar einige, mit denen ich durch Blicke geflirtet habe. Eine hat mich auch mal angelächelt in einer Disco in Ludwigshafen, aber mir fehlte der Mut, sie anzusprechen. In der habe ich mich geärgert über mich. Aber es ist wirklich so. Ich war immer derjenige unter uns Freunden, der hinten dran war. Und die anderen haben aufgedreht und die Mädchen wollten immer die aufgedrehten Typen. Heute ist es leider immer noch so, nur dass ich eigentlich keine Freunde mehr habe. Ich habe dann nochmal versucht, über eine Partnervermittlungsagentur eine Frau kennenzulernen. Da war so eine Anzeige in einer Regionalzeitung mit einem Foto von einer hübschen Frau. Dort habe ich mich gemeldet. Ich musste erst viele Dinge unterschreiben und dann 7.000 Euro bezahlen. Alter, verdammt, macht sowas nie, bitte. Dazu habe ich dann auch noch einen Kredit bei der Bank aufgenommen. Oh my goodness. Ich habe dort gesagt, der sei für meine Wohnungseinrichtung. Oh my goodness. Danach hat die Agentur mir ein paar Frauen vermittelt, aber die passten gar nicht zu mir. Weder vom Profil her, noch vom Alter, noch vom Wohnort. Und die hatten auch alle kein Interesse an mir. Es wirkte eher so, als seien sie von der Agentur genötigt worden, sich mit mir zu treffen. Ja, vielleicht haben die auch 250 Euro abgekriegt. Den Abend mit dir verbracht und dir was erzählt dafür. Oh, 250 Euro für den Abend, 250 fürs Fresshalten. Dann vermitteln sie dir 7 Frauen, dann sind sie mit der Hälfte dabei und können die andere Hälfte behalten, ne? Zumindest, das wäre ja denkbar. Professionelle Verarsche. Nachdem ich 5 oder 6 Frauen getroffen hatte, gefiel mir aber doch eine und so bin ich an meine dritte Freundin geraten. Sie kam aus Kasachstan und wohnte in Karlsruhe. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Mal bei ihr, mal bei mir und es war immer schön. Wir haben gequatscht und Spaß gehabt zusammen. Meine Schüchternheit legt sich, wenn ich jemanden besser kenne, nur der Anfang ist schwer. Am 4. Date wollte sie bei mir übernachten. Wir saßen also auf der Couch und haben ferngesehen und uns dabei geküsst. Und irgendwann habe ich ihr beiläufig erzählt, dass ich sehr unerfahren bin in Beziehungen und noch nicht viele Freundinnen vorher hatte. Und da hat sie mir erklärt, dass sie dann kein Interesse mehr an mir hätte, weil sie keine Lehrerin sein wolle und mir nicht erklären wolle, wie das Ganze funktioniert. Sie hat dann auf der Couch geschlafen und ist am nächsten Morgen gefahren und hat sich nie wieder gemeldet. Das war kein schönes Gefühl. Manchmal denke ich, dass mich keine Frau will, weil ich so unerfahren bin, aber einfach zu einer Prostituierten gehen, damit ich es hinter mich bringe, dazu bin ich zu stolz. Danach hat die Agentur mir keine weiteren Frauen mehr vermittelt und sich nie wieder bei mir gemeldet. Mir ist dann klar geworden, dass die mich böse gelingt haben. Jo, sieht's aus. Erst wollte ich zum Anwalt gehen, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Das war mir zu peinlich. Ich habe es auch bisher niemandem erzählt. Seit 4 Jahren habe ich den Kredit jetzt abbezahlt, schwamm drüber. Ich versuche jetzt auf anderem Weg eine Frau zu finden. Zum Beispiel bin ich immer wieder auf der Seite der Absolute Beginners im Internet. Dort tauschen sich Erwachsene aus, die noch nie Sex hatten. Außerdem bin ich auf Luvoo, das ist eine Partnervermittlungsseite im Netz. Und auf Friendscout24 und bei Facebook bin ich auch. Aber ich lerne dort kaum echte Frauen kennen.
sondern treffe nur auf Fake-Profile. Ja, und die wollen auch alle nur irgendwie an eure Portemonnaie, ne? Da habe ich inzwischen einen Blick dafür. Ja, kriegt man auch ganz schnell. Man erkennt den Fake schon daran, dass die Frauen meist sehr leicht bekleidet sind. Sie schreiben dann, ich will dich kennenlernen, du bist mir gleich aufgefallen. Ja, genau, total glaubwürdig. Ich hatte einen Kumpel, ist da irgendwie drauf reingefallen und hat dann SMS geschrieben mit irgendeinem Bot oder was, oder vielleicht war auch wirklich eine Frau dahinter. Aber pro SMS haben diese ihm 2 Euro berechnet und hat er so lange gemacht, bis ich ihn rechts und links geohrfeucht habe, so ungefähr. Also nicht ganz, aber wir haben ihm den Kopf gewaschen, was das sollte, ne? Da antworte ich gar nicht erst, sagt er, völlig richtig, und selbst anschreiben kann ich keine Frauen, weil ich dafür bezahlen müsste. Bei Facebook kann man aber Frauen einfach anschreiben, wenn man da im Freundeskreis welche Angebote bekommt, sozusagen. Ja, dafür bezahlen will er nicht, das verstehe ich auf jeden Fall, weil da ja eh fast nur Pornotussis bei sind, die Werbung für Sexsachen machen, und ich kenne auch niemanden, der online eine Frau kennengelernt hat. Was wohl geht, ist ins Ausland fahren. Ja, es gibt auch Leute, die online welche kennenlernen, mittlerweile irgendwie 30% oder so der Paare, dann lernen sie sich online kennen. Ich kenne Männer, die waren auf den Philippinen und sind nach 3 Wochen Urlaub mit einer Frau zurückgekommen. Und ein Jahr später waren die verheiratet. Ja, aber das ist auch keine Lösung. Aber das kommt für mich auch nicht in Frage. Da wäre ich mir zu schade, einfach so eine arme Philippiner zu heiraten, die aus ihrem Land raus will. Ich wäre mir da nicht sicher, ob sie mich wirklich liebt. Ja, völlig zu Recht. Wenn die Verhältnisse hier erstmal versteht, dann hauen die auch ganz schnell in den Sack, ist die Erfahrung. Meine Traumfrau ist sportlich und schlank. Ja, natürlich. Sie hat lange Haare natürlich und ist maximal 10 Jahre älter oder jünger als ich. Schön wäre auch, wenn sie hier irgendwo in der Nähe wohnen würde und wenn sie Kinder wollte. Mein Vater fragt schon manchmal, was machen meine Enkelkinder? Ich sage dann, da musst du noch warten, aber das setzt mich auch unter Druck. Einmal hat er sogar im Spaß angeboten, 1000 Euro für ein Enkelkind springen zu lassen. Tja, schön wär's. Früher wollte ich 11 Kinder, eine ganze Fußballmannschaft. Ich habe mal sehr hoch gespielt, Stürmer in der Landesliga, und dachte, ich würde Profifußballer. Mein Trainer sagte, ich sei ein richtig guter Fußballer und der war früher Profispieler. Jetzt würden mir 2 Kinder reichen, ein Mädchen und ein Junge. Ich habe mir früher auch immer Geschwister gewünscht. Also eine Frau gibt es aber doch, die mir gefallen würde bei uns in Bad Dürkheim. Da sitzt bei Edeka eine tolle Frau in der Kasse, Mitte 20, lange schwarze Haare, tätowiert, Lippen, Piercing. Ich habe sie über Facebook angeschrieben, aber wenn man da nicht befreundet ist, sieht man meist nicht, dass man angeschrieben wurde. Und ihr eine Freundschaftsanfrage zu schicken, das finde ich zu aufdringlich. Ja, ach ruhig, finde ich. Sie einfach an der Kasse anzusprechen geht auch nicht, weil da immer viel zu viele Leute in der Schlange stehen. Und ihr einen Zettel zuzustecken, das finde ich kindisch. Ich weiß, andere Männer würden hingehen und irgendwas zu ihr sagen. Die würden denken, auf einen Korb mehr oder weniger kommt es nicht an. Aber ich bin da nicht so selbstbewusst. Was ich mir auch noch wünschen würde für die Zukunft, ich würde gerne mal eine Kreuzfahrt machen. Ich habe mal einen Bericht gesehen über ein Boot, das so groß ist wie eine Halbstadt. Das reizt mich. Auch auf einem Schiff zu arbeiten, finde ich gut. Ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Selbst beworben habe ich mich aber nie. Ich habe auch kaum noch Kontakt zu ihm. Und wenn ich auf so ein Boot gehen würde, dann müsste ich ja meine Arbeit und meine Wohnung und meine Fußballmannschaft aufgeben. Ne? Spielt noch in der alten Herrenmannschaft. Und da fehlt mir der Mut und der Antrieb, so einen Schritt zu wagen. Ja, ist das verständlich? Ich habe sowieso nicht viel Antrieb, meinte er. Ich gehe kaum weg und in meiner Wohnung wollte ich eigentlich viel verändern. Aber ich schiebe immer alles vor mir her. Mir fehlt der Grund, es zu tun. Vielleicht, wenn ich eine Partnerin hätte, dann würde sich das ändern. Das ist mein größter Wunsch, eine Frau zu finden. Ja, wenn er jetzt eine Partnerin finden würde und er vielleicht am Anfang auch und sie irgendwie auch würde wollen, dass er das alles irgendwie ändert, dann würde er schnell das Gefühl kriegen, er ändert sich nur für seine Partnerin und das ist irgendwie dann auch kein eigener Antrieb sozusagen. Also ganz schwierige Situation, würde ich sagen. Aber eine Frau macht eben nicht alles gut, das ist auch mal klar. Und wenn man wirklich so weit ist und schon in dem Alter und noch nie was sozusagen vernünftig hatte, dann sollte man dieser Empfehlung, mal zu einer Prostituierten zu gehen, vielleicht einfach folgen, ja. Denn ich glaube, ganz viel zu diesem ich kriege das nicht hin, gehört auch, dass man eben eine Art Unterlegenheit vielleicht spürt, dass man eben ja nicht rankommt sozusagen an die, wo man eben rankommen will. Man wäre zwar selbst erreichbar sozusagen, aber die anderen sind eben nicht erreichbar. Und alleine um mal zu merken, wie das ist, wenn die anderen dann doch erreichbar sind, sollte man da vielleicht mal zu einer Prostituierten gehen. Jo, würde ich schon sagen. Ja, wie das ist, wenn man nicht der Untergebene ist sozusagen, sondern allein mindestens mal auf Augenhöhe, weil man irgendwie einen Deal macht oder so miteinander. Aber das kann man sich dann auch vielleicht noch reindenken in irgendeine Fantasie mit Machtgefälle oder so. Das soll mir mal egal sein. Nur das Erleben dieses dauerhaften Machtgefälles andersrum, das kann man damit, glaube ich, ein bisschen negieren, indem man das einfach mal eben andersrum erlebt. Ne? Und das kann man am besten erleben bei einer Prostituierten. Ja, genau. Ne? Und die Sorge, die da vielleicht hinter steckt, eben, dass man dann dauernd zu Prostituierten gehen würde, die würde ich mir nicht so hochhängen, denn so toll ist der Tag noch wieder nicht. Alles klar, das war's für heute. Viel Spaß noch mit dem Video. Und schreibt mal eure Meinung dazu, vor allem auch zu der Puff-Geschichte vielleicht. Vor allem, wie das wohl wäre in dem Alter mit dem Mann hier. Und ja, schaltet vielleicht beim nächsten Mal wieder ein, wenn das heißt Safe Space. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin. Danke, ciao. Und tschüss.